Hallihallo. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Als nur mal kurz, ich baue mal schnell einen Rechner um. Hat ein bisschen länger gedauert. Baue mal kurz schnell einen Rechner um, war ein, ich mache eine Grundreinigung und wechsle ein ganzes Mainboard gleich mit. Weil Mainboard einen Ditcher gehabt hat, so wie es ausgeschaut hat. Weil. Hat ein bisschen Problemchen gemacht, der Rechner. Aber hey, ich hatte alles da. War ein bisschen rumprobieren, rumbasteln. So. Was ist mit dem los? Was ist mit dir los? Hey. Hey, was ist mit dir los? Komm, ich. Ich helfe dir. Hast du Kopfschmerzen? Warte. Jetzt tut mehr weh. Dem geht's gar nicht gut. So, welche Mission hatten wir denn noch? Gucken wir einfach mal kurz. Jukebox will ich nicht. Säubere. Okay, das hatte ich noch. Oh. Hallo? Da will ich hin. Eingestürzte Abteilung, Transitzugang. Oh, scheiße. Das Ding. Hä? Bin ich hier richtig? Ich denk schon, gell? Kurz konzentrieren. Hä, wo ist er hin? Gibt's da noch einen? Schnappen wir mal. Müsste eigentlich noch. Gibt's da noch einen? Wenn ich mich nicht täusch, war das hier durch, gell? Oder war das hier durch zum Transitzugang? Transit Access, genau. Genau. Das war hierher. Wo das war. Oder? Ich denke schon, dass ich jetzt hier richtig bin. Also ich hoffe es. Ich denke jetzt mal, dass ich hier war.
dass es hier passt. Warte mal, ich muss mal kurz da drüben auch noch. Jo. Ich denke es. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ah, doch, 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 doch. Ich habe für irgendwas Punkte gekriegt. So, warum verwerfe ich Frames? Ich habe 52 Mbit Upload. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich mich wirklich konzentriere. Und es hinbekomme. Halt schon mal ein bisschen Rust ready. Einfach mal. Ich finde es aber geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Spiel ist sehr geil inszeniert die ganze Zeit. Ich hoffe, es mal passt für euch. In der Aufnahme ist es tatsächlich qualitätstechnisch ein bisschen besser. Oh! Das war Fail. So, der Aufnahme. Ich verwäsche schon wieder Frames. Ich habe 52 Mbit Upload, ich habe keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung, wie ich an den Wagen kommen soll. Da vorne, der ist halt da vorne. Oh, ich hoffe nur, den einen kriege ich weg. Komm her, mein Baby. Okay, ersten Schwung haben wir. Schauen wir mal Richtung 2. Wie es da ausschaut. Ob der zweite Schwung besser funktioniert. Schauen wir einfach mal. Da war jetzt der nicht so schöne Fight. Es macht uns gar nicht so viel Damage tatsächlich. Hat geklappt. Okay, den haben wir weg. Aber der richtige Nervige kommt ja noch. Der richtige Nervige kommt ja noch.
Ich hab ihn! Okay. Okay, okay. Komm, 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 bitte. Warum stehen wir jetzt auf einmal da drüben? Wir haben ihn auf jeden Fall. Gott sei Dank. Ja. Wir sind zurück? Ist das gerade echt passiert? Es war wie im Traum. Oder im schlechten Film. Ja, zurück. Okay, das hat funktioniert. Was ist mit dem Aufzug in der Zeit passiert? Okay, das hat funktioniert. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lass mich mal kurz da drüben aktualisieren, um zu schauen, ob ich wirklich so stark ruckel. Weil auch 7 Stunden Online-Gras stand bei mir im Stream-Manager. Läuft was. Ich bin's nicht. Twitch? Der lädt nicht mehr. Jetzt. Okay. Hat ein bisschen gedauert. Was ist da explodiert? Verdammt. Oh, shit. Wollt ihr mich verarschen? Meins? Jetzt erstmal den mit der Minigun hier weg. Nein, dich hole ich mir einfach. Putz. Ich liebe es, wenn die für einen kämpfen. Aber wir waren so safe. Überhaupt kein Problem. So. Putz. Wir haben die. Was mich bei dem gerade gewundert hat, erst vorhin, das letzte Mal ist er ja ständig auf unserer Plattform gelandet und deswegen hat er uns hart Damage gemacht. Und das hat er diesmal nicht einmal gemacht. Gut, dafür haben wir das Schild sehr oft genutzt. So, was haben wir denn noch ein bisschen als Missionchen? Was haben wir denn noch ein bisschen als Mission? Alter, mich hat heute die Welt eh schon genug geärgert. Twitch, jetzt fang du nicht bitte auch noch an. Ich glaube, wir müssen gleich mal reconnecten. Wir haben das noch. Längstens Ausreißer. Ich glaube, wir müssen wirklich mal kurz reconnecten gleich. Das gefällt mir ja gar nicht gerade. Wir verwerfen gerade sehr viele Frames. Wie schaut's hier aus? Hier schaut's eigentlich gut aus. Wollen wir mal so... Hä? Hat sich da irgendwas umgestellt, weil da auch 60 FPS stehen? Ich schmeiß doch schon sonst keine 60 FPS raus. Warte mal, lass mich kurz gucken. Hier hat sich irgendwas umgestellt.
Hat sich echt gerade was umgestellt. Warte mal, ich mach mal kurz meinen Speedtest und dann schaue ich mal kurz, was gerade der möchte. Was gerade ein bisschen geht. Warte mal, der hat sich umgestellt, aber komplett. Ich mach doch sonst nicht 30 FPS raus. Zumindest im Stream. Ich kann es aber auch nicht ändern. Warte mal, Ansicht. Ui. Was? Hat irgendwas umgestellt, aber der zeigt mir hier auch, dass ich maximal 6000 Kilobit kann, aber das mache ich tatsächlich oft nicht auf Twitch. 40, 47, 48 Mbit Upload. Okay, ich hoffe, das hat sich wieder beruhigt. Gucken wir mal. So, schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Gehen wir mal in die Schnellreise. Wo müssen wir denn hier hin? Fundament, glaube ich, sind wir jetzt mit allen Nebenquests durch. Versiegelter Grenzbereich. Ha! Sind wir ja genau richtig. Gehen wir mal zum versiegelten Grenzbereich. Ich mache mal kurz die Fratzenkamera aus, dann kann ich auch entspannt mal eine rochen. So. Gucken wir mal. Sind drei Objekte. Das ist halt das Krasse. Es sind drei Objekte. Die müssen jetzt... Ich hör's halt. Warte mal, wo bin ich hier? Versiegelter Grenzbereich. Isolierte Verwahrung ist, Ding. Den Flamingo. Der muss irgendwo hier sein. Irgendwo direkt hier. Wo ist hier ein Flamingo? Hier geht's in den versiegelten Grenzbereich. Da wollen wir nicht hin. Wo ist hier ein Flamingo? Zur Hölle. Hä? Also hier oben ist kein Flamingo. Es ist hier irgendwie geht's hier noch nö. Ich denke, da ist er. Ich denke, wir haben ihn. Hier ist so lila. Das muss eins von ihnen sein. Fliegt er einfach durch? Das war ja wirklich easy. Astralebene. Oh nein, der wieder. Ah, shit. Haben wir dem schon Damage gemacht? Der Gestalter. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also ich verstehe es nicht. Ja. Was ich nicht verstehe. So, das andere ist im Primär. Kandidatenprogramm. Wie bekomme ich da hin? Das andere, was ich nicht verstehe,
hier? Transitkorridor? Oder hier oben? Ich nehme mal den Transitkorridor. Müssen wir nicht so weit rumlaufen. Aber das, was ich nicht verstehe. Definitiv nicht verstehe. Nee, das ist falsch. Oder? Oder hier den Aufzug. Was ich halt null verstehe gerade. Warum er böse ist auf einmal. Hier komme ich von der Drehscheibe, ja, ja. Ha, Primärkandidatenprogramm steht sogar da an. Angeschrieben, man könnte ja auch mal drauf schauen, ha. Aber das ist es, was ich nicht null verstehe. Der hat uns, wie wir unten im Fundament waren, massivst geholfen. Das war ein kurzer Fight. Massivst geholfen. Und uns ja noch eine Fähigkeit gegeben. Und hier ist er böse. Security Check. Ja. Und da konnten wir Primärkandidatprogramm. Was fehlt hier? Wir sind hier drin, Mannequin. Irgendwo hier muss der sein. Also eine Puppe. Ah, ich gehe vielleicht doch mal dahin. Das schaut komisch aus. Panoptiction. Bin ich hier jetzt? Ach, wieder im Sicherheitsbüro. Da wollen wir nicht hin, weil da wären wir falsch. Wir müssen schon hier bleiben. Wir müssen ihn jetzt nur finden. P6? Nein. Ordinary. Ach so. So viel. Wir gucken dann gleich mal runter. Hier hinten? Irgendwo vielleicht? Gegner? Ja. Oder nee? Doch. Gott, das Einzige, was noch gruseliger ist als ein Manneke, ist ein Dutzend davon. Jetzt muss ich den richtigen finden, oder was?
Ach du heilige Scheiße. Sie hat recht. Ich bin jetzt fast instant. Bin jetzt diesmal fast fast direkt instant dahin gelaufen. Ah, schon wieder hier P6. Wo ging's? Ich hab's mal halt gedacht, dass der irgendwo da hinten ist bei dem Verschobenen. Wie bin ich denn jetzt nochmal zum Security durchgekommen? Ah, hier vorne. Das Gequatsche von denen. Am liebsten würde ich die halt die ganze Zeit runterschießen, aber das bringt halt einfach nichts. Security Check. Dann kommen wir nämlich wieder ins Sicherheitsbüro und von dort aus in die Logistik und dann können wir hier weg. In die Logistik müsste ich hier hin. Oh, ich kann hier aufmachen? Kein Gegner? Was ist denn heute los, Mann? Doch nein, nicht ihr. Okay. Ging easy. Gut. Wo muss ich hin? In die Schutzforschung. Wo ist die? Ah, hier. Eine Dimensionsforschung. Ritualabteilung. Und dann einmal umdrehen und rückwärts raus. Dann sollte es klappen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Hoffe ich mal. Schauen wir mal. Oh, so eine andere Frage. Warum steht denn jetzt auf einmal... Maximale Videobitrate. Übernehmen. So. Ah. Und ich werde runtergedrosselt. Oder? Werde ich? Ja. Passt gar nicht. Ja. Und da liegt es gerade wieder. Lass mich mal kurz probieren. Ich spiele gerade mal mit der Videobitraterin, weil das gerade angezeigt hat. Ich spiele gerade mal ein bisschen rum. Tipp. Mal kurz einen Speedtest schauen.
Weil ich schon wieder voll Frames verwerfe. Ich weiß nicht, was der hat. Okay, schwankt ein bisschen. Also zittert ein bisschen. Er zittert ein bisschen hin und her. Woran liegt denn das, dass er zittert? Gerade mal. Alter, ich habe ein Gigabit. Ich dürfte eigentlich überhaupt nicht einen einzigen Frame verwerfen. Ich raff's halt ab und zu echt nicht. Wird grad nix gerade an Twitch? Wird gerade so viel gestreamt? Ich habe keine Ahnung. Wird gerade ein bisschen mehr gestreamt oder? Was ist los? Probier nochmal. Also gerade mal so, mein Internet ist mal so 5-6 Mal hintereinander durchprobieren. Es zittert ein bisschen bei 40 rum. Also 40, 42, 40. Da zittert es ein bisschen rum, aber im Großen und Ganzen. Schaut es eigentlich verdammt gut aus. So, wir müssen in die Schutzforschung, also in die Richtung hier rüber. Und da ist die Gummiente. Nur wie komme ich in die Gummiente rein? Hier ist zu. Immer von hinten. Oder? Schaut so aus. Ich glaube, ich habe den Weg. HFV-Labor, hier. Ah, da wäre ich auch erst so spät reingekommen? Nur durch die Nebenquest? Da wäre ich ja wieder verreckt, wenn ich so durchgehen hätte wollen. Durch die Sporen. Da hätte ich ja wieder einen Löffel abgegeben. Da wäre ich ja nicht durchgekommen. Quack, quack. Nicht die Ende höher. Jetzt guckt sie mich in die Richtung an. Jetzt guckt sie hier rüber. Enden, die verschwinden. Super. Ah! Ah! Herzinfarkt!
Alter, ich habe wirklich einen Herzinfarkt gekriegt. Das hat mich voll erschreckt, das Ding. Wo sie... Jetzt hin? Falsche Richtung. Hä? Hä? Bin ich zu langsam? Ich war zu langsam. Endlich hat sich ausgequakt. Oh, Quatsch. Die Gummiente war putzig. Die hätte ich gern... Die wollte nur spielen. Quack, quack. Quack, quack. Okay, aber okay, haben wir. Gegner? Nö. So, ab zurück zu Langston. Der war hier. Am Panoptikon. Dann umdrehen und raus zur längsten. Würde ich mal sagen. So. Ah, da wird es gleich wieder Gegner geben. Übrigens geht jetzt wieder. Keine Ahnung, was war. Jetzt verwerfen wir nichts mehr. Ich verschrei's mal nicht. Panoptikon. Auch so ein Ding aus der Hölle. Stell dir mal. Ist unsere Gegenwart beruhigt? Was? Nein. Ja, hört auf! Alle gewandelten Objekte von ihrer Liste sind wieder sicher im Panoptikon verwahrt. Was für eine Erleichterung. Wenn gewandelte Objekte fehlen, wirft das ein schlechtes Licht auf mich. Haben Sie Ärger gemacht? Der Flamingo hat mich auf die Astralebene gezogen. Genau wie der Kühlschrank. Und dasselbe Wesen war wieder da. Ich habe die alten Berichte durchgesehen und zahlreiche Objekte zeigten in den letzten Wochen ein deutlich destruktiveres Verhalten als sonst. Da gibt es sicher eine Verbindung, aber dafür werde ich nicht bezahlt. Sollten wir im Auge behalten. Und wenn wieder etwas ausbüchst, weiß ich, an wen ich mich wende. So ist das jetzt wohl. Bis später, Langston. Ich bin hier, wie immer. Große Ehre, Sir. Wir sind sehr glücklich über diesen Auftrag. Das ist toll. Danke. Seid ihr Maschinen? Wir haben jetzt noch eine Mission, oder? Das hier. Sprich mit der Stimme. Sprich mit der Gegensprechanlage, mit der Stimme in der Zelle. Müssen wir nur mal kurz gucken, wo das ist. Leck mir doch am Arsch. Schon wieder? Ich hätte es nicht verschreien dürfen. Okay, da ist es nicht. Ach, Untersuchungssektor. Frau Marie AWE. Das wäre hier. Schon wieder? Lobusroid, Frames, Kilobit, Böse, aus, pfui, beruhigt euch. Dass ihr es mal seht. Dass ihr das mal seht. Seht ihr das gerade? Na, scheiße, ihr seht es nicht gerade. Seht ihr es jetzt so? Nee, auch nicht. Schade. 42,8
angemessener Upload gerade. Sprich mit der Gegensprechanlage? Hier war eine Gegensprechanlage? Also hier? Wo? Oh, die haben wir auch übersehen. Ja, sein? Sorgen wer? Die Sie sehen. Hallo? Hallo! Korn über uns heute. Lange Straßen und nicht kaum. Du bist vorbei? Klar. Warum bist du hier eingesperrt? Oh, gewöhnliche Wände. Zurück und vor. Und Rennmaus hat Huthalter. Keine Kruste ohne. Frau gehen und zurück verlieren für ich? Tut mir leid, ich verstehe nicht richtig. Was möchtest du? Der Kopf. Der Kopf für die Zahlen? Zum Lesen von Nachrichten, Gläsern, Wörtern und Stürzen. Der Lesekopf. Okay, okay. Ganz ruhig. Ich sehe mich um. Will es etwas zum Lesen haben? Oder ein Glas? Mal sehen, was wir finden. Ach so, das war das. Finde wo noch? Rennmaus mit Huthalter. Vielleicht will es ja das haben. Versuchen wir es. Rennmaus mit Huthalter. Ich überlege gerade, hat der uns irgendeinen Tipp gegeben? Nein, kein Glas. Kopf. Scotch und Chili? Kopf. Okay, das war falsch. Suchen wir einfach weiter. Kopf. Ihm das. Kopf. Scotch and Chili. Kopf. L-P-Q-G. Kopf. Nein, suchen wir weiter. L-P-Q-G. Kopf. Vielleicht haben wir damit Glück. Ich nehme gerade alles mit, bis ich irgendwie irgendwas... Die Idee hätte, was der will von mir. Rosa, du Tischtennis, ein Kopf. Das war es wohl auch nicht. Rosa, du Tischtennis, ein Kopf? Ein Kopf? Aber hier können wir jetzt auch nichts mehr mitmachen. Aber hey, ich bin noch nie als Tischtennis beleidigt worden. Ich mach mal kurz eine neue Verbindung. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mach auch mal einen Router-Neustart und alles. Komm, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bleibt dran. So, in der Aufnahme bleibe ich für euch jetzt aber mal hier, weil ich bin wirklich angetriggert. Ich mache hier einen Speedtest nach dem anderen. Ich kann es euch gerade nicht zeigen, weil sonst müsste ich nur schnell was einrichten. Das nervt mich hart und die Speedtests zeigen auch immer extrem alles gut an, aber wir verwerfen knapp 15% vom Stream. Verwerfen wir gerade. Ich habe leider, kann ich euch den letzten Speed, ich kann es euch nicht zeigen, weil es halt einfach so, ihr seht nur weiß. Ich bin gerade angefressen. Ich suche hier mal einfach mal weiter für euch jetzt halt Aufnahme. Bis der hier sich mal neu verbindet. Ich weiß nicht, was will der? Kopf! Hier ist aber halt auch nichts mehr. Bis mein Ruder mal wieder da ist. Ja gut, jetzt habt ihr auch kurz den Discord nicht mehr mit dazu.
Das heißt, das Spiel pegelt sich gerade nicht automatisch runter. Ich nutze Discord nicht gern dafür. Hä? Ich weiß halt wirklich nicht, was der will. Und ich will jetzt nicht googeln oder sowas. Ah. Scotch. Und rosa Kopf. Ich warte mal kurz, bis der Stream wieder da ist. Eins von den beiden wird es voraussichtlich sein, denke ich mal. Aber weil wir haben jetzt nichts anderes mehr. Discord ist auch weg. Ich mache mal bei euch jetzt halt auch, solange Discord weg ist, für euch kurz Pause. So, schauen wir mal, ob wir wieder da sind. Ob es jetzt besser funktioniert, nach so einem kleinen Router-Neustartchen. Beziehungsweise auch einen neuen Connect auf dem Stream. Schaut aber gut aus. Ich habe in der Zeit mal hier was gesucht. Ich habe hier ein Stofftier. Das hier. Und hier wäre ein Scotch. Rennmaus mit Hut. War ein Stofftier. Könnte sein. Probieren wir einfach mal aus. Fräulein, du bist Schule und Dreck zum Verlieren. Mach nur so weiter, dann kannst du selbst suchen. Du bist Dreck und Schule zum Verlieren. Jetzt haben wir noch den Scotch hier. Sehen, ob es das hier ist. Was anderes habe ich hier komplett nicht gefunden. Was anderes habe ich hier komplett nicht gefunden. Feldsuchen, Fräulein. Der Kopf. Kopf, Kopf, Kopf. Kein Imbiss. Kopf ist oben, von unten und oben. Ganz oben. Der Huthalter. Moment, meint dieses Ding tatsächlich Kopf? Kopf? Der Körperteil? Wo zum Teufel soll ich den auftreiben? Und wie hat es ihn verloren? Kopf, Kopf, Kopf. Ganz oben. Hä? Warte mal. Wir waren halt jetzt auch schon überall. Guck ich mal darauf. Kopf, 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 ganz oben. Ja, hier geht's wieder raus aus dem AWE. Hier ist der Rückweg nur. Und hier ist sonst nix. Kopf, Kopf, Kopf. Rennmaus mit Huthalter. Hier sind halt nur zwei Räume. Wie schnell sich das auflädt, wenn ich nicht in Fight bin. Ja, da ist aber auch kein Kopf. Finde den Kopf. Büro des Sektorleiters. Ah, ich muss woanders hin. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn jetzt schon. Büro des Sektorleiters. Das ist noch... Habe ich da unten keinen Punkt? Versiegelte Brandschneise, doch hier. Versiegelte Brandschneise? Okay, hier ist nix.
Kopf. Ein Held. Für einen Kopf. Hat der Gefangene den gemeint? Bitte. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Bitte. Bitte, hab den gemeint. Mag solche Quests, laufe von A nach B und mach nur A, sammle nur irgendwas ein und lauf dann wieder nach C und dann hol mir dann noch mal nach X. Da, sowas mag ich gar nicht. Aber wenigstens ist hier sehr schön ruhig. Weil wir den Sektor gut geklärt haben oder hier halt nur das Dunkelheit war. Wolltest du den Helm haben, was? Röhren, Fest und Traube, reine Trauben, Fräulein Segen. Na dann, gern geschehen. What the hell? Kirkland dich eingesperrt? Schäfermaus? Ja. Bärchen lange da. Aber verweigere am glücklichsten. Für Goldfische sammeln, ohne Falten. Okay. Dir geht es da drinnen also ganz gut. Bleib einfach hier und mach keine Ausflüge. Genie. Wenigstens haben wir ihm geholfen. Denke ich. Es bleibt aber erstmal eingesperrt. Keine Ahnung, was es ist. Und wir brauchen nicht noch mehr Probleme. Gelee. Okay, irgendwie witzig fand ich es, irgendwie verstörend fand ich es auch. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch keine Quests mehr, oder? Mir ist, also außer die Quests. Die, was ich definitiv nicht machen will, ist hier die Ständigen, die immer wieder neu kommen. Hier, wo ich auch nur so Zeug mache, um was zu bekommen, was halt auch im Grunde Dauer ist. Hier haben wir 99 von den Sachen mittlerweile, okay. Fallakten. Ah, guck mal. Boah, das ist viel zum Lesen. Vor allem Schriftverkehr. Schau mal her. Multimedia, das kennen wir ja alles. Das haben wir ja immer alles angehört. Jessie, Therapie Polaris? Letztes Mal haben Sie ein Gedicht erwähnt von Tom. Ach so. Dylan Befragung. Jessie Diaprojektor. Astralebene. Forschungssektor. Letzte Nachricht. Ordinary. Aufnahmen. Was wir da alles haben. Wir haben das ja eigentlich immer ganz, ganz angehört. Das ist das Spiegelverkehrte. Das war auch ganz cool. Spiegelforscherin. Und hier gibt es die Spiegelnachbesprechung. Genau. America Overnight. Musik. Muss ich jetzt tatsächlich Old Gods of Take Control, das war richtig geil. Was ist das hier? Wo war denn das? Wo war das? Wo lief denn das? Oder das? Also hier, das weiß ich noch. Das war halt richtig krass. Das hat richtig gut gepasst. Zu dem Ding. Aber das hier? Wo war das? Wo war das? Also ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, wo das war. Aber ich finde ich auch mega gut. Fall. Mai. Auch nice. Auch echt nice.
Das andere war Old Gods of Asgard Take Control. Hol ich mir auch. Jo. Die sind cool. Aber was welche? Sankarin. Ich google es mal. Übrigens, Old Gods of Asgard hat auch noch für Alan Wake was gemacht. Sankarin Tango. Guck ich mal an, guck mal, da ist auch das Take Control. Das ich habe keine Ahnung, wo haben wir denn das gehabt? Ashes. Pyramiden, ja, das war unten, Fundament. Okay. Hallo? Hotline? Okay, das Bild dazu. Guck mal, wie böse die guckt, ey. Aschenbecher-Labyrinth. Dia-Raum. Ein Sturm zieht auf. Primärkandidaten. Astralwesen. Abreise? Ah. Aber das ist ja cool, wie du das eigentlich alles nochmal nachschauen kannst. Marshall. Was ist das? Rad. Ach, das ist alles, was wir mit dem Rad zu tun hatten hier. Und dann der Gestalter. Okay. Wake. Das war hier das zum Schluss mit der Dunkelheit. Kontrollpunkte. Rad, okay. Was ist das? Trench. Das ist unser, der andere Kerl. Management-Team, Primärkandidaten. Okay. Also ich muss sagen, Control war ein mega cooles Spiel. Und wir haben jetzt keine Missionen mehr. Wir sind... Ich habe tatsächlich gedacht, vielleicht kommt auch noch sowas. Vielleicht. Weil das hier, bis mit der Dunkelheit, war ja eine absolute Mission, die wir nur so nebenbei bekommen hatten. Was ist das? Oh. Das wäre auch ganz cool gewesen. Nur ich habe das Schild eh so wenig genutzt. Ich denke, wir sind durch. Ich denke, wir haben alles jetzt. Hänge noch mal ein Stündchen. Konnte ich vorhin leider noch nicht machen und es hat leider ein bisschen länger gedauert. Das Rechner umbauen. Dann habe ich auch noch was gegessen zwischenzeitlich, so ein Stückchen Pizza, die gar nicht so gut war. Aber ja. Ja. Hat leider ein bisschen gezogen. Ich habe gedacht, naja, wenn ich so auf 3 dort bin oder sowas, wann ich aufgehört habe, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann werde ich auf 4 fertig sein, spätestens, ja. Ha, von wegen. Aber da war ich nochmal beim Eltern und habe ein bisschen gelatscht. So, ich würde gerne mal schauen, ob ich mit ihr jetzt noch irgendwas quatschen kann. Wo sind die Akten zu parasitischen Wesen, die ich wollte? Ich habe einige Akten. Ich bin die Dokumente aus der Abteilung für Dimensionsforschung durchgegangen. Der Dia-Projektor ist sehr mächtig. Es war gut, dass du ihn abgeschaltet hast. Die Behörde ruft. Bis später. Die ist gerade eben auf den Dia-Projektor. Schulman, Direktorin Faden. Bitte, Emily. Nicht mal im Spaß. Jetzt kann ich gar nicht mehr mit ihr quatschen, oder? Hi, Jesse. Nur noch Hi, Jesse. Das heißt... Die Behörde ruft. Bis später. Jawohl, Ma'am. Direktorin Faden. Bitte, Emily. Nicht mal Spaß. Das heißt, wir könnten nur noch die Jukebox machen. Wo ich keinen überhaupt nicht möchte. Mal in der Geschäftsleitung arbeite. Na, was sagst du jetzt, Mami? Und übersetzt mit Papa. Okay. Bis später. Sie wissen ja, wo ich bin. Du, ja. Du bist so ein Porter. Der Einzige, der sich portet tatsächlich. Ansonsten gibt es wirklich gar nichts mehr. Und die Jukebox mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Ich habe unendlich Schuss. Dann sind wir durch. Mit Control. Was haben wir jetzt noch hier? Gegenmaßnahmen des Rates? Die habe ich ja komplett ignoriert immer. Alter, schau mal, was ich bekomme. Einser-Modifikation, ach du Scheiße. Outfits, Zivilistin. Asynchroner Anzug.
Das passt halt überhaupt null zu ihr. Und P7 war sie ja anscheinend nie. Büroassistentin. Das Einzige, was zu ihr passt, ist halt das. Muss man wirklich sagen. So. Dann gehen wir jetzt in das Menü Fotomodus. Ach so. Das würde mehr so zum Spiel passen, so. So alles krumm. Zurück zum Menü. Zum letzten Kontrollpunkt. Da waren wir ja gerade. Da haben wir es durchgespielt. Missionsauswahl. Endspiel. Übernimmt die Kontrolle. Polaris. Finnischer Tango. Oh nein. Unbekannter Anrufer. Club der alten Herren Grenzgebiet. Beim Leben meines Bruders. Ah. Da kann man jetzt eigentlich wieder einmal so. Überbrückung. Wieder anfangen. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir Control damit durch? 26 Stunden oder sowas? Mit allem jetzt? 27 Stunden mit allem? Cooles Spiel tatsächlich, macht mir Spaß. Ich hätte tatsächlich gedacht, dauert noch ein bisschen länger heute, aber okay, ein Stündchen halt nur noch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, wir sehen uns wirklich morgen wieder. Und damit sage ich tschüss.